Sehr geehrte liebe Zuschauer, auf meinem Kanal finden Sie unter dem Stichwort Waldemar Papst 16 Videos, welche die Zeit der Revolution vom November 1918 bis zum Ende des Kapp-Putsches im März 1920 zum Inhalt haben. In jedem dieser Beiträge spielt der Stabschef der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, später des Garde-Kavallerie-Schützen-Korps, dann als Geschäftsführer der mit dem Kapp-Putsch in Verbindung stehenden Nationalen Vereinigung in Berlin, dem Hauptmann A.D. Waldemar Papst, eine wichtige Rolle. Immer wieder geben exklusive Originalaussagen von ihm aus zwei Tonbandaufzeichnungen von 1962 bzw. 1966 Einblicke über seine Motivation und wie er als Monarchist die gesellschaftlich und politisch veränderte Zeit nach der Novemberrevolution 1918 beurteilt hat. Diese Videos sind nicht nur reich bebildert, sondern erklären auch die Zeit und die Umstände, in denen sich die Ereignisse abgespielt haben. Darüber hinaus werden auch Papsts Aussagen zu Personen der Zeitgeschichte und zu seinem Leben während dieser Epoche relativiert betrachtet und auch entsprechend kommentiert. Allerdings besteht beim Publikum auch ein großes Interesse daran, seine vor über 50 Jahren gehaltenen Vorträge bzw. die mit ihm gemachten Interviews ungeschnitten und unkommentiert hören zu können. Daher komme ich gern diesem Wunsch nach, verweise aber an dieser Stelle noch einmal auf die 16 Videos, die zu vielen von Waldemar Papst angesprochenen Themen die dazu notwendigen Erklärungen geben. An die fünf Großkampfhaare schlossen sich noch weitere fünf Tage an, in denen Teile der Division und verschiedene Freikorps eine gründliche Durchsuchung der Häuser und so weiter vornahmen, bei denen es selbstverständlich auch nicht ohne größere oder kleinere Feuergefechte abging. Im Ganzen brauchten wir rund 10 Tage, bis der kommandierende General Freiherr von Lüttwitz in einem Abschlussanerkennungsbefehl vom 14. März 19 den Dank der Regierung und auch der Truppe aussprach. Die Verluste auf unserer Seite betrugen mindestens, ist hier gesagt worden, 75 Tote, 38 Vermisste, 150 Verwundete. Unter den Toten 6 Offiziere, und unter Verwundeten ebenfalls 6. Bemerken möchte ich hier noch, dass die Toten zum Teil auf grausamste Weise hingeschlachtet, verstümmelt wurden und anscheinend auch zu Tode gequält. Allein im Garnisonsnetzwerk Berlin wurden 30 Leichen solcher verstümmelten Soldaten eingeliefert und fotografiert. Auch der größte Teil der Vermissten endete auf diese Weise, wie ich dann später herausstellte. Solche Misshandlungen haben auch in Gegenwart von Frauen und Jugendlichen stattgefunden, die dabei besonders sich durch Roheit hervortaten. Das ist vielleicht ganz interessant festzustellen, denn man regt sich darüber auf, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erschossen oder umgebracht wurden, wie man es nun nennen will. Aber die Methode, mit der der Spartakismus oder die Spartakisten gekämpft haben, war nicht zimperlich. Und ich glaube, das müsste man zumindest... Ja, ich auf Lückes Buch gehe, dann finde ich da ganz andere Sachen. Das müsste man zumindest der Wahrheit hier doch sagen. Ja. Gut. Jetzt. Unverzüglich begannen wir nach der Niederwerfung des Märzaufstandes mit einer intensiven militärischen Ausbildung.
Und zwar in erster Linie unter den Bedingungen der Straßenkämpfe. Wir waren uns nämlich darüber klar geworden, dass die Reichsregierung uns sicher sehr bald wieder brauchen würde, und wir immer bedrohlicher werden, Anarchie im Reiche zu begegnen. Manchmal dachte ich in diesen Tagen, es ist doch eigentlich ein Treppenwitz der deutschen Geschichte, dass eine Regierung, deren Mitglieder zum großen Teil gegen den sogenannten Militarismus, vor allem einmal gegen die Offizierskaste eingestellt waren, ja, sogar sich früher munter an der Hetze gegen den Offizier als solchen beteiligt hatten, jetzt, wo es sich für sie darum handelte, am Ruder zu bleiben, gar nicht genug ehemalige Offiziere und Frontsoldaten anwerben konnten. Ähnliche Gedanken entstanden aber auch in der Truppe und verbreiteten sich sehr rasch. Diese hatte das Gefühl, worüber es ja die Führung von Anfang an klar war, dass es um eine Art von Zwangsehe handelte, bei welcher sie der gebende Teil war, insbesondere, dass sie Blut und Leben opferte, ohne dass der andere Teil ihr ein Mitspracherecht einräumte bei der Neugestaltung des Vaterlandes. Also, es wäre nicht unklug gewesen, wenn die Reichsregierung in dieser Hinsicht den freiwilligen Formationen in irgendeiner Form, wie es den Schein eines Mitspracherechtes eingeräumt hätte. Es wäre nach aller Wahrscheinlichkeit auch niemals zu den so schweren innerpolitischen Gegensätzen gekommen, welche letzten Endes zur Herrschaft eines Demagogen und Volksbeauftragers wie Hitler geführt hat. Ich kann das sagen, denn ich habe ihn natürlich kennengelernt, Sie nicht. Ich war schon 30. So, jetzt. Stattdessen erschwerte die Reichsregierung durch ungeschickte Maßnahmen, welchen Herr Noske nicht immer den notwendigen Widerstand entgegensetzte, sehr häufig unser Zusammenleben in dieser Zwangsehe. Das bei der Truppe sich ja ausschließlich aus Männern zusammensetzte, welche sich freiwillig zur Verfügung stellten, immer mehr der Eindruck entstand, dass sie gewissermaßen die Rolle des Beses im Goethe Zauberlehrling zu spielen hatte. Das ist mir manchmal gesagt worden. Nach der Niederwerkung des Westaufstandes in Berlin hatte sich der Schwerpunkt der spartakistischen Tätigkeit mehr und mehr in andere Städte des Deutschen Reiches verlagert. Hierbei hatte dieselbe zugleich vielfach Form angenommen, die Reichsregierung nicht länger dulden konnte, bis es den Rest ihres Ansehens einbüßen wollte, welches sowieso nur noch sehr gering war, die wir am Herrn hatten. Infolge entschloss sie sich, zunächst im Freistaat Braunschweig Ordnung zu schaffen. Dort hatte sich eine Räteregierung etabliert, welche eine Terrorherrschaft schlimmster Art ausübte und der Reichsregierung die Anerkennung verweigerte. Der Schneider Merges und ein gewisser Sepp Ochterer waren die Regierungschef. Diese hatten zahlreiche Freunde und Freundinnen zum Minister ernannt und in hohe Stellen in der Staatsverwaltung verliefen. So war zum Beispiel eine ehemalige Abortfrau Kultusminister geworden, wohl um zu weisen, wie hoch diese Regierung Bildung und Kultur bewertete. Das war. Von dieser Abortfrau wusste ich noch eine schöne Geschichte. Ja, du zählst so ruhig da drauf. Ja. Wo war das also in Niedersachsen? Ich glaube, ich habe es sogar hier. Ja. Von dieser tüchtigen Kultusministerin möchte ich eine kleine und für die damaligen Zustände in Braunschweig bezeichnende, wahrheitsgemäße Geschichte erzählen. Ein braunschweiger Staatsangehöriger, Reserveoffizier, der zu meiner Division gehörte, hatte kurz vor Beginn der Räteregierung, so kurz war das nicht, kurz vor dem Umsturz, muss ich sagen. Kurz vor dem Umsturz, ja. Ja. Das ist schon gut, genau. Das ist schon korrigiert. Dem zweiten juristischen Staatsexamen unterzogen und wartete auf das Ergebnis seiner Prüfung. Da er nichts sah und hörte, erhielt er auf eine Beurlaubung von mir hin bei der Kultusministerin Audienz. Diese hat es inzwischen äußerlich, nicht unwesentlich, vielleicht zwangsweise kultiviert und zeigte eine bei ihrer früheren Betätigung als Abortfrau oft mühsam unterdrückte Vorliebe
für gut aussehende junge Männer, die sie ihren Arbeitsplatz ja täglich in Mengen besuchte. Zu den gut aussehenden Männern gehörte nun also der Stellenbewerber. Und als er am gelegentlich der Sehens fragte, ob er nun wohl glücklicher und wohlbestellter Assessor geworden sei, klopfte ihm die Kultusministerin, ohne die extra die Akten kommen zu lassen, wohlwählend auf die Schulter und sagte, Assessor, nein, Regierungsrat bist du. Das hat mir er selber erzählt, wie er zurückkam, ja. Die Aufgabe, Braunschweig wieder zur Vernunft und Ordnung zu bringen, wurde von Armeeoberkommando Lüttwitz dem Gardekavallerie-Schützenkorps übertragen. Und zwar war hier für die erste Hälfte des Monats April in Aussicht genommen. Aber um den 10.04. herum sah es in Berlin wieder so bedenklich aus, dass die Truppenteile des Korps erneut in die Reichshauptstadt einmarschieren mussten, wo es dann auch zu Straßenkämpfen kam, diesmal aber nur kleineren Umfangs. Anstelle des Gardekavallerie-Schützenkorps, was sich also für Braunschweig nicht freimachen konnte, erhielt darauf das in und um Halle und Leipzig einquartierte sogenannte Landesjägerkorps, sein Kommandeur war der General Merker, den Auftrag, gesetzmäßige Zustände in Braunschweig zu schaffen. Da aber seine eigenen Kräfte für diese Aufgabe nicht ausreichend schienen, ordnete General von Lüttwitz, dem auch der General Merker unterstand, an, dass Truppenteile des Gardekavallerie-Schützenkorps, soweit sie in Berlin freigemacht werden konnten, an den Unternehmen mitwirken sollten. Wir gaben hierfür unter anderem auch die Marinebrigade Erhard ab. Die Operation gegen Braunschweig war so angelegt, dass zugleich von Norden und Süden her in den Freistand eingerückt werden und die Vereinigung der einmarschierenden Kolonnen im Zentrum der Landeshauptstadt erfolgen sollten. Man rechnete nach den vorliegenden Nachrichten sowohl in den Kreisen der Reichsregierung, insbesondere auch in der Umgebung des Oberfeldherrn Noske, mit einem starken Widerstand der Kommunisten oder Spartakisten. Das hieß ja damals noch Spartakisten, ja. Nicht? Ja. In der Nacht vom 16. und 17. April begann das Unternehmen. Bereits beim Überschreiten der Grenze des Landes zeigte sich, dass die erwartete heftige Gegenwehr, mit welcher die Braunschweiger Räteregierung in hochtrabenden Worten gedroht hatte, ein Märchen war. Fast nirgends zeigte sich ein nennenswerter Widerstand. Im Gegenteil, unsere Truppen wurden eigentlich überall mit freudiger, sogar mit Begeisterung aufgenommen. Man sah ordentlich, wie die Bauern in Dörfern und die Bürger in kleinen Städten sichtlich froh waren, von dem spartakistischen Druck erlöst zu sein und alles herbeischleppten, um unseren Leuten zur Dankbarkeit zu zeugen. Das sagt die Sprünge verursacht. Und der Landesrat Braunschweig war der gegenwärtige Rival. Es zeigte sich in allen Teilen, dass die kommunistischen Parteigänger keineswegs gewillt waren, für die Idee der Weltrevolution zu sterben, sondern sie zogen es vor, ihre Waffen und ihre Munition in die Ocker bzw. in den Schlossreich zu werfen, den einrückenden Truppen als harmlose Bürger und Arbeiter entgegenzutreten. Bisherige Regierungschefs Schneider-Merges und Sepp Oechter waren gleich bei Beginn unseres Einmarsches so rasch wie möglich mit Flugzeug verschwunden. Bereits am Nachmittag des 17.04. fiel in der Landeshauptstadt kein Schuss mehr. Der Gang dagegen war mit einem Fahnenwalde bedeckt und feierte ihre Befreiung. Und dieser Fahnenwalde war schwarz-weiß-rot. Diese gut wie kampflose Eroberung des Landes Braunschweig bewies mir, dass mein Standpunkt richtig war, den ich in diesem Bürgerkrieg sah, stets auch gegen Werner Ebert und den Noske vertreten hatte, dass nämlich lediglich die Feigheit und Entschlusslosigkeit des sogenannten Bürgertums daran schuld sei, wenn alle Diktatoren Räteregierung spielen konnten und herrlich um herrlich in Freuden zu leben. Solange man sie ungehindert gewähren ließ, sobald aber die Reichsregierung sie unserem Druck einmal zum Schluss aufraffte, den zur Verfügung stehenden Kräften zuzupacken, wäre der ganze Rätespuck sehr schnell vorbei gewesen. Denn diese Kräfte bestimmen weit überwiegend aus Leuten, welche, wenn es sein müsste, auch bereit waren, für Deutschlands Zukunft zu sterben. Dies Letzte aber lag bestimmt nicht in der Absicht der Rotkalisten.
Immerhin hatte die Reichsstadt so schnell und mit außerordentlich geringen Opfern errungen Erfolg von Braunschweiger gelernt, dass ein rasches und kräftiges Zugreifen ein wirksameres Mittel war, als die halben Maßnahmen, mit denen sie bis dahin mit Vorliebe genügt hatte. Sowohl die Generale von Lützen von Hofmann wie auch ich nutzten dieser Erkenntnis zielgut aus und drängten Herrn Noske, der Reichsregierung immer wieder klarzumachen, dass es erheblich einfacher sei, einen schwelenden Brand zu zertreten, als ihn erst zur hellen Flamme auflodern zu lassen. Zu einer solchen im April 1919 besonders hellen lodernden Flamme hatten sich aber die Zustände in Bayern entwickelt. Dort hatte eine rein kommunistische und besonders radikal eingestellte Räteregierung sich der Herrschaft bemächtigt, wie das Land Bayern zu einem selbstständigen Staat erklärt hatte, der deutschen Reichsregierung die Anerkennung versagte. Bei dieser letzten waren schon seit Wochen aus dem ganzen Bayernland Hilferufe über die immer gewaltsamer werden und an russische Vorbilder erinnerten Terrormethoden eingegangen. Jetzt, nach dem Braunschweiger Erfolg, entschloss sich die Reichsregierung auch endlich im Lande Bayern die Ordnung mit Waffengewalt wiederherzustellen, um die Reichseinheit aufrechtzuerhalten. Für diese Aufgabe wurde ein besonderes Expeditionskorps unter dem Kommando des Generals von Ofen aufgestellt. Dieser General von Ofen ist aber nicht identisch mit dem bei der Schilderung des Kapp-Unternehmens später von mir erwähnten General gleichen Namens. Das Expeditionskorps bestand zum Teil aus bayerischen Freiwilligen, namentlich aus Angehörigen des früheren Leibregiments. Du musst doch eine Brille aufsetzen, kannst du auch nicht sehen. Kann ich Ehrenführer? Der General von Epfer. Und aus und zum Teil aus Formation der Garde des Schützenkorps, nämlich den Kavallerie-Schützenkommandos 11 und 14 und der Marinebrigade RA. Also im Wesentlichen waren wir das, die Bayern befreit haben. Sie waren von Berlin dort runtergekommen oder von Braunschweig aus? Ein Teil von Braunschweig, ein Teil von Berlin. Von Braunschweig, die beiden Kavallerie-Schützen, die lagen vor Berlin verteilt in den Vororten. Die sind von Berlin aus runtergefahren. Am 1.5. standen alle für die Befreiung von München bestimmten Truppen an den vorgesehenen Stellen einsatzbereit zum krassen Angriff gegen die Landeshauptstadt Bayerns. Dieses Mal konnte man nicht mit einem zu spät leichten Verlauf des Unternehmens rechnen, wie dies in Braunschweig der Fall gewesen war. Einmal waren die bayerischen Räteregierung zur Verfügung stehenden Kräfte doch erheblich stärker, als dies in Braunschweig war. Sie setzten sich auch zum Teil aus vollwertigen ehemaligen Feldsoldaten zusammen. Dann aber hatte die internationalen Kommunisten es auch verstanden, die nationale bayerische Volksseele aufzusetzen gegen die Saupreußen, welche angeblich das weiß-blaue Bayernland erobern und verpreußen wollten. Gegen Mittag des 1.5. wurde der Vormarsch gegen die Stadt München angetreten. Und zwar Kavallerie-Schützenkommando 11 und Marinebrigade R aus der Gegend von Oberschleißheim, Kavallerie-Schützenkommando 14 aus der Gegend von Erlaching. Rechts an dieses schloss sich die Freiwilligen des ehemaligen bayerischen Leibregiments. Nicht nur Gewehr, sondern auch Schutzfeuer begrüßte unsere vorrückende Truppe. Unterwegs kamen mir massenhaft Flüchtlinge aus der Stadt entgegen. Außerdem Abordnung von Arbeitern, Studenten, Bürgern und so weiter. Alle warten beschleunigte Hilfe, weil der Terror der Räteregierung jetzt, wo sie sah, dass sie an den Kragen ging, dass es in ihrer Herrlichkeit voraussichtlich bald vorbei sein würde, sich besonders intensiv auftobte. Würden Sie über die Führer der Räteregierung in Bayern noch etwas sagen, wer das war? Ja, die kommen glaube ich hier noch. Ja. Die Namen, ich hab's aber schon auf dem Kopf. Können wir weitermachen. Diese dringenden Hilferufe veranlassten den Führer der Marinebrigade, das war der Erhard, auf eigene Verantwortung weit hinaus vorzustoßen, über die im Angriffsbefehl vorgesehenen Ziele, die ihm erteilten Anweisungen zu überschreiten. Sofort schloss sich die Kavallerie-Schützenkommandos 11 und 14 diesem selbstständigen Vorgehen an und so drangen Teile aller drei Formationen bereits am 1.5. mittags das Innere der Stadt München ein, was an und für sich erst für den 2.5. vorgesehen war. Im Großen und Ganzen gelang das Wagnis. Unsere Truppen stießen im mächtigen Schwung
bis die Gegend der ehemaligen königlichen Residenz durch, da es allerdings zu erheblichen Verlusten kam. Nachdem auf diese Weise der erste Widerstand der Reitertruppen überwältigt war, ihre Führung hatte anscheinend einen so nachhaltigen Angriff an diesen Tagen noch gar nicht gerechnet, zogen es die Rotgardisten sehr schnell die östlichen Stadtteile von Münch zurück. Während unsere vordersten Truppen dicht auf nachstießen und noch die letzten Schüsse ausgetauscht wurden, wurden unsere weiter rückwärts folgenden Formationen an vielen Stellen bereits jubelnd empfangen. Leuchtende Männeraugen, tränenfeuchte, viele Frauen, flatternde weiß-blaue und schwarz-weiß-rote Fahnen begrüßten die einmarschierten Regimenter, wie es von einem Großteil der Bevölkerung als Befreier und nicht als Eroberer betrachtet wurden, wie den Münchnern in aufwendigen Plakaten und Flugblättern von ihrer Räteregierung gepredigt worden war. Spontan entstandenen Feststimmungen platzte plötzlich die Nachricht herein, dass in der Gegend des Sendlinger Tores und im sogenannten Klinikenviertel schwere Kämpfe im Gange seien. Aus war der kurze Festjubel. Sofort trat unser Regimenter wieder an und drängte so schnell wie möglich am Rathaus vorbei und die Sendlinger Straße hinunter, um ihren kämpfenden Kameraden Hilfe zu bringen. In letzter Straße kam es bereits zu schweren Häuserkämpfen, bis dann am Sendlinger Tor in jetzigen Anlagen, dort in Anlagen, unser Vormarsch zum Stehen kam, infolge eines gut organisierten und heftigen Widerstandes. Trotz des Einsatzes von Maschinengewehren und Minenwerfern gelang es zunächst nicht, den Gegner zurückzuwerfen. Erst als in späten Abendstunden glückte, dass die dortige Gegend beherrschende Ringkordelle zu erobern und gegen heftige Nächte Gegenangriffe zu halten, war es am Vormittag des 2.5. möglich, die Gegend um das Sendlinger Tor endlich zu säubern. Es war mit Hilfe eingetroffener Verstärkung der bayerischen schweren Reiter und von Münchner Weißgardisten. Sehr hübsche Kämpfe entspannten sich am sogenannten Kasernenviertel. Hier traten auch reguläre, zum Teil felderfahrene Angehörige bayerischer Truppenteile entgegen, welche sich auf die Seite der Regierung geschlagen hatten. Bestimmt waren dies nicht alles Kommunisten, aber freie Ernährung, Kleidung und Wohnung für ein festes Einkommen hatten diese ehemaligen Soldaten veranlasst, sich nicht immobilisieren zu lassen, sondern sich der Räteregierung zur Verfügung zu stellen. Nicht bayerisch. Dieser Entschluss wurde ihnen umso leichter, weil eure persönliche Freiheit durch die mehr als lockere Disziplin in dieser Truppe in keiner Weise eingeschränkt war. Im Gegenteil der bei uns herrschenden strengen Mannszucht. Das Hauptwiderstandsnest in diesem Stadtviertel war die Pionierkaserne. Es bedurfte des Einsatzes von Artillerie, wie weiß von was? Von Artillerie. Von Artillerie, ja. Bis die weiße Fahne auch auf diesem Kaserne, auf dieser Kaserne gehisst wurde. Am Abend des 2.5. erlosch in ganz München jeder reguläre Widerstand. Aber die Schießerei mit einzelnen fanatischen Rotgardistentruppen hielt noch eine Reihe von Tagen an. Am 5.5. begannen wir, nicht unbedingt zur Freude aller Bewohner, mit systematischen Waffendurchsuchungen sämtlicher Häuserblocks. Hierbei waren erstaunliche Mengen an Waffen total gefördert. Allein die Truppenteile des Gardegabischen Korps brachten in den ersten drei Tagen 14 Geschütze, etwa 100 schwere und gegen 200 leichte Maschinengewehre, mehr als 800 Gewehre, 20.000 Handgranaten und gegen 100.000 Schuss Munition auf. In den nächsten Tagen erstreckten sich die Waffendurchsuchung auf die Münchner Vororte. Wiederum mit sehr guten Ergebnissen. Auch die Führer der Räteregierung, Erich Mühsam, der Dichter Ernst Toller und der Russe Levine fielen in die Hände unserer Truppen. Die beiden Ersten erhielten langjährige Freiheitsstrafen, während Levine durch standgerichtliches Urteil erschossen wurde, als der Hauptschuldige an der Ermordung der Münchner Geißeln. Damit habe ich ja nichts, die habe ich weiter nicht erwähnt. Ja. Die fiel ja außerhalb des Rahmens, meines Rahmens. Ja, ja. 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 Die müsste Epp erwähnt haben in seinen Memoiren. Ja. Welche Rolle hat eigentlich General Ritter von Epp gespielt damals? Epp war nach meiner Meinung ein dummes Loder. Wirklich, also ich habe mich mit ihm ein paar Mal schwer im Kopf gekriegt. Hm. Nicht nur bei der Vorbesprechung zu diesem Angriff, sondern auch sonst. Erstens mal war er ein fanatischer Bayer. Ja, ja, das ist sicher. Fanatischer Bayer. Ja. Zweitens, weil er ein außerordentlich tapferer Offizier war. Ja.
und als solcher Vorzügliches geleistet hatte, kam er sich beinahe gottähnlich vor. Er war so, wir nannten ihn ja auch, der Muttergottesgeneral hieß er bei uns. Naja, das war aber, weil er so fromm war. Nun ja, aber nicht nur deswegen, sondern weil er sich eben so, kam sich, das kam dabei mit, nicht wahr?